Hallo, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Smoke-Tutorial heute auf Overpass. Ich schreibe gerade mit so einem süßen Mädchen. Zeig dir alle mal, Bruder. Das ist meine Schwester, du Gott. Wir beginnen so wie immer mit den T-Smokes. Zuallererst zeige ich euch dafür eine Toilet-Smoke. Ihr geht einfach mittig hier an diesen Betonträger, aimt in die Mitte von diesem gelben Symbol und Jump-Throat. Und schon landet die Smoke so, dass Toilet zugesmoked ist. Wenn ihr dann hier raus seid, könnt ihr eine A-Lurk-Smoke vorbereiten. Und zwar geht ihr einfach hier an diese Bank und aimt an genau diese Stelle hier, Jump Throw, und dann kommt die Smoke genau hier an. Die CTs wissen also nicht, was bei Banane los ist. Ihr könnt euch hier irgendwie aufstellen oder ein A-Go anfaken. Zwei Smokes für A fehlen noch, die könnt ihr von dieser Position aus werfen. Und zwar stellt ihr euch hier links neben die Bank. Die Smokes habe ich übrigens von Demi bekommen. Macher. Die Stair-Smoke schmeißt ihr, indem ihr hierhin aimt und dann einfach einen Jump Throw schmeißt. Und schon ist Stairs zugesmoked. Und die Smoke für Bank schmeißt ihr, wie gesagt, von derselben Position. Dafür aimt ihr einfach hier oben an dieses Stück des Geländers, Jump Throat und siehe da, Bank ist zu. Der City hier drin hat keine Chance, euch zu sehen, außer er bricht eben durch. Mit den A-Smokes sind wir somit durch, jetzt folgen die B-Smokes bei T. Um bei B richtig Druck zu machen, bei einem Rush zum Beispiel, könnt ihr euch hier ans Auto stellen, genau in die Ecke. Dann duckt ihr euch und aimt hier in diese obere rechte Kante, Jump Throat, während ihr aber immer noch geduckt seid. Und dann fliegt die Smoke vor Monster so hin, dass ihr als T noch locker durchgehen könnt, auch schauen könnt, ob hier irgendwas steht. Die CTs hingegen haben aber große Probleme, euch zu sehen. Sie können es nicht, außer sie gehen ran oder ihr geht eben rum. Perfekt, um sich vorne aufzustellen. Für den B-Rush smoket ihr am besten auch Side Up. Dazu geht ihr genau in diese Ecke hier, aimt an diese Position und schmeißt ein W-Jump-Throw. Also ihr hittet Jump, W und ihr lasst die linke Maustaste los. Ihr bewegt euch also während dem Jump-Throw ein kleines Stück nach vorne und dann kommt die Smoke genauso. Das heißt, der rushende T kann sich einfach da reinsetzen und die Bombe legen und ist eben von allen Positionen gedeckt. Als nächstes folgt die B-Heaven Smoke. Die könnt ihr von zwei Positionen aus werfen. Wenn es schnell gehen muss, einmal von hier. Dazu aimt ihr hier in der Verlängerung von der linken Kante von diesem Brett einfach nach oben. Und dann lauft ihr los und schmeißt, sobald das Fadenkreuz hier unten ist. Es muss in dem Fall auch ein Jump-Throw sein. Nur dann kommt die Smoke perfekt. Der City hat ja also keine Möglichkeit ranzugehen, außer er durchbricht die Smoke und ist dann eben auch für die Tees sichtbar. Diese Heaven Smoke ist auch noch von dieser Position aus zu werfen. Man geht einfach genau hier an dieses Brett und hat diesen gesamten Bereich, man sieht es ja in dieser Nate Cam, um die Smoke zu schmeißen. Wenn ihr die Smoke weiter vorne haben wollt, könnt ihr hier einfach weiter nach rechts zielen. Dann kommt sie ganz vorne im Window. Wenn ihr weiter nach links zielt, auf dieser Geraden hier oben entlang, fliegt sie weiter rein. Bei einem Rush auf B wollt ihr sicherlich auch noch Connector zu smoken. Das könnt ihr auch wieder vom Auto aus machen. Ihr stellt euch hier genau in die Ecke und aimt dafür hier oben an diese Position Jump Throat. Und dann kommt die Smoke hier direkt vor Condor. Die CTs müssen also auch wieder durchbrechen, um euch zu sehen. Und ihr könnt hier in aller Ruhe rumdödeln und müsst keine Sorge haben, dass euch da direkt jemand sehen kann. Oftmals schmeißen die CTs von B aus einfach einen Molly hier hin, der euch daran hindern soll, durchzurennen. Diesen Molly könnt ihr von dieser Position aus löschen. Ihr stellt euch genau hier vor den Dreck, aimt einfach nur an diese Position und W Jump Throat wieder. Es muss W mit dabei sein, damit die Smoke gescheit kommt. Die landet dann in dem Fall direkt hier vorne und macht den Molly aus. Klar, ihr seht dann kurz nichts, könnt aber trotzdem einfach durchrennen, weil der Molly eben aus ist. Das ist halt direkt dann dafür gedacht, wenn man einen schnellen Go machen möchte. Zu guter Letzt wollen wir noch ABC absmoken. Dazu stellt ihr euch an diese Palette hier. Wartet, bis der verschissene Zug vorbeigefahren ist. Dann aimt ihr genau an diese Position und Jump Throat. Dann kommt die Smoke genau hier an. Und man sieht, die ist ein bisschen weiter rechts. Rechts ist wunderschön zu, was auch wichtig ist, weil man kommt ja auch von vorne rechts. Hier links kann man so ein minimales Stückchen durchglotzen. Da kann man dann entweder einen Molly hinschmeißen oder noch eine zweite Smoke. Die zweite Smoke ist fast von derselben Position machbar und zwar einfach von dieser Ecke. Ihr schmeißt einen Jump Throw an die Kante von dieser ersten, von diesem ersten Ampelschirmchen. Diese Smoke kommt fast da an, wo die erste ankam, nur ein bisschen weiter links und dann ist eben auch links zu. Also je nachdem, wie man das gerne hätte, kann man da komplementär noch dann halt was dazu schmeißen. Eben fällt mir gerade noch auf, dass ihr sicherlich eine Smoke für Bridge haben wollt. Dafür habe ich bei Trilux mal eben vorbeigeschaut. Trilux, danke für den Tipp. Ihr stellt euch hier an das T von Steel und aimt einfach in der Verlängerung von diesen beiden Teilen hier einfach in die Mitte, Linksklick. Und schon habt ihr Bridge abgesmoked. Dann müsst ihr euch gar nicht zwingend um diese ABC-Smoke kümmern oder diese Smokes oder was ihr da eben für ein Konglomerat aus Nades da hinten hinschmeißen wollt, wenn ihr Bridge natürlich auch einfach absmoken könnt. Plus die Smoke auf Side, die ich euch gezeigt habe und dann läuft der Hase nämlich auch. Somit ist T abgearbeitet, kommen wir zu CT. Hier beginnen wir auch wieder bei Smokes für A. Da haben wir einmal die übliche Death-Smoke, die man schmeißen kann, wenn man hier gerade am Glotzen ist. Könnt ihr hier einfach an die Wand schmeißen. Die Smoke sollte einfach nur hier irgendwie in diesem Bereich liegen. Die Tees haben es dann ein bisschen schwerer, bei einem Go hier rumzukommen, weil sie da rechts einfach nichts einsehen können. Die nächste ist die T-Stairs-Smoke. Ihr stellt euch dazu genau hier an diese Kante, aimt dann einfach genau hier hin. Ich sehe das hier einfach als Körper und aim halt genau in die Mitte von diesem
Körper, Jump Throw und schon ist die Sicht der Tees komplett eingeschränkt in Richtung Brunnen. Zu guter Letzt kann ein aggressiver A-Spieler auch diese Smoke hier schmeißen, die ist sehr leicht aus der Hand geworfen und dann zum Beispiel mit AWP hier reinjallern oder außen rumgehen und engagen. Diese Smoke schmeißt man einfach aus dem Laufen heraus, die Position, wie man genau steht, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man läuft und dass man das Fadenkreuz hier an dieser Kante hat. Also ich komme hier einfach angelaufen, zack, bumm, und dann liegt die Smoke da schon irgendwie richtig. Jetzt folgt noch eine Smoke für B, die man von zwei Positionen aus werfen kann, und zwar die Monster-Smoke. Ihr stellt euch dafür einfach hier oben bei A an Dumpster, aimt diese Position an und schmeißt einen Jump-Throw. Und wie man wunderschön in der Nate-Kamera sehen kann, landet diese Smoke genau bei Monster. Man kann also als CT schön hier stehen und schauen, ob da einer durchkommt, um ihn direkt zu nudeln. Und als T sieht man nichts. Diese Smoke kann man direkt am Anfang der Runde werfen. Wenn man sie erneuern möchte, stellt man sich an diese Position hier, duckt sich, aimt ein Stückchen links über diesen kleinen Punkt hier, über diesen Bobble, einfach so, steht auf und macht einfach einen Linksklick. Die kommt dann auch hier vor Monster an, ein Stückchen weiter vorne, noch weiter außen hier bei den Tees, nichtsdestotrotz genauso wirksam. Achso, und zu guter Letzt, hatte ich jetzt fast vergessen, gibt es natürlich noch die B Defense Smoke. Wenn der Angriff kommt, wenn der Rush kommt, stellt ihr euch schnell an diese Position hier, eben hier nach links, genau in die Mitte zwischen diesem Streifen und dem Punkt, also hier, Linksklick. Und dann kommt die Smoke einfach hier oben an. Dann kann der Toxic-Spieler hier schneller nach drüben oder sich hier noch ein bisschen was wegsnacken, je nachdem, wie man die Smoke schmeißt. Wenn man dann ein bisschen variiert, also ein Stückchen weiter nach oben schmeißt, hier zum Beispiel, dann fliegt die halt einen Ticken weiter. Dann ist man hier komplett abgesmoked. Wenn man es weiter wegmacht, hat dann der Toxic-Spieler noch so ein bisschen Sicht. In dem Fall jetzt halt nicht. Da kann man dann halt auch einfach variieren. Eine krasse B-Short-Smoke habe ich jetzt nicht. Also man kann die hier ganz locker einfach aus der Hand werfen, von jeder Position, auch von da oben. Es gibt sicherlich von A auch welche, die man hier runterschmeißen kann. Aber so früh in der Runde ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit halt einfach nicht sinnvoll, hier eine Smoke liegen zu haben. Da ist es dann schon wichtiger, dass der Molly hier liegt. Auch den kann man von vielen Positionen aus schmeißen, im Laufen oder auch nicht. Ich stelle mich dafür einfach hier an diese Tür und aim rechts von diesem beleuchteten Fenster. Die anderen sind alle irgendwie dunkel, das ist beleuchtet, einfach rechts daneben auf die Hauskante und dann ja, liegt halt der Molly da. Das ist jetzt eigentlich nicht für ein Smoke-Video gedacht, die Molly schmeißen, aber bevor man eine Short-Smoke schmeißt, würde ich da eher den Molly reinklatschen, als dann irgendwie von A aus eine Short-Smoke zu schmeißen. Aber falls ihr von A oben B Short-Smoken wollt, dann könnt ihr einfach genau in diese Ecke gehen, genau hier hin aimen und einen Jump-Throw machen. Dann landet die Smoke hier recht deep da drin. Und man kann eben gut agieren. Das war es dann also wieder mit der Lehrstunde der Smokes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zu guter Letzt machen wir noch einen Giveaway. Beim letzten Mal gab es für euch eine StatTrak Mac 10 Whitefish zu gewinnen. Dazu musste man einfach schreiben, wie oft man sein Fadenkreuz ändert. Da ging es um Fadenkreuz in dem Video. Ich habe hierzu bereits alles vorbereitet und auch schon ein bisschen was gerechnet. Achtung, holen wir uns mal die Kommentare. Vielen Dank für 43 Kommentare, ihr alten Macher. Und wie gesagt, der Gewinner muss eben in seinem Kommentar etwas über seine Fadenkreuzabnutzung stehen haben. Ich switch mein Crosshair eigentlich nie. Eigentlich seit CS2 schon drei verschiedene gehabt, weil ich immer dachte, es liegt daran, dass ich nichts mehr treffe oder wie. Chill out. Du hast damit das Giveaway gewonnen. Chapeau. Aber ich raff's nicht ganz. Du switchst dein Crosshair eigentlich nie und du hast es aber schon dreimal geändert. Okay? Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Nichtsdestotrotz hast du das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge bitte deiner Kanalbeschreibung, die jetzt scheinbar so aussieht, also der Kanalinfo, deinen Trade-Link hinzu. Vielen Dank. Und als nächstes gibt es dann dieses StatTrak CZ75 Auto Eco für euch zu gewinnen. Für Grün- und Weiß-Fans. Aber vor allem für CZ-Fans. Und die sind, glaube ich, eher rar gesät, aber egal. Um hieran teilnehmen zu können, schreibt man einfach Folgendes in seinen Kommentar mit dazu. Und zwar, kennst du viele Smokes? Bist du so ein Smoker oder eher wenig? Also in Counter-Strike, hast du das drauf? Oder rennst du einfach so durch? Wir lesen uns dann in den Kommentaren. Und somit bin ich dann auch schon wieder fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Smokes können euch hoffentlich ein bisschen helfen. Wir sehen uns dann heute im nächsten Livestream ab 18 Uhr. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Aktuell haben wir unsere Advents-Giveaways auch mit am Start im Stream, also rankommen. Letzte Woche gab es diese AWP Neo Noir zu snacken. Heute wird dann im Stream revealed, was es diese Woche gibt. Also rankommen. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Idee.